Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 15 Karrieremodus mit den Linien vom SV Darmstadt 98, zweite Bundesliga, zweiter Spieltag. Zum Auftakt haben wir beim letzten Mal leider Gottes mit 0:2 gegen den Bundesliga-Absteiger, den 1. FC Köln, verloren. Eine Niederlage, mit der man, denke ich, aber leben kann, denn immerhin, so denke ich zumindest, ist Köln der nominellste, stärkste Kader in der zweiten Liga. Dennoch hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft, vor allem spielerisch war das im letzten Spiel doch sehr mau. Wir haben gut angefangen, aber dann genauso gut oder genauso stark nachgelassen. Heute soll es ein bisschen anders werden. Am zweiten Spieltag sind wir zu Gast im Karlsruher Wildparkstadion beim KSC, gegen die wir in der Vorsaison nicht gewinnen konnten und sich sogar als, so war zumindest mein Empfinden, als spielstärkste Mannschaft, gegen die wir gespielt haben. Jetzt habe ich irgendwie den Anfang meines ersten Satzes vergessen. Egal, ich glaube, ihr wisst, was ich damit sagen wollte. Bin schon ein bisschen nervös, denn ich möchte so einen Fehlstart wie in der ersten Saison verhindern. Da war es, glaube ich, erst am fünften Spieltag soweit, als wir den ersten Dreier eingefahren haben. In den ersten vier Spielen haben wir nur 2 Punkte geholt. Diesmal werden es hoffentlich ein paar mehr zum Auftakt. Wie gesagt, trotz der Auftaktniederlage gegen Köln wollen wir uns da jetzt von nicht so verunsichern lassen und auch nicht das an die große Glocke hängen. Denn wie gesagt, der 1. FC Köln ist wohl Aufstiegsfavorit Nummer 1. Ein Parallelspiel gibt es heute zwischen Union Berlin und den VfR Aalen am Bundesliga-Freitag zum Auftakt des zweiten Spieltages. Am 28. August 2015, kurz vor Transferschluss. Aber wir, oder ich bin zumindest mit dem Kader soweit ganz zufrieden, dass wir dort wohl nicht mehr reagieren werden, selbst wenn das Spiel heute auch in die Hose gehen sollte. Unter der Leitung von Jascha zur Heide habe ich mir ein neues System überlegt, denn mit dem 4-4-2 sind wir beim letzten Mal nicht allzu gut gefahren. Und mein Lieblingssystem, der eine oder andere weiß es, ist dieses hier, das 4-5-1 mit 2 Sechsern, 3 offensiven Mittelfeldspielern und einer echten Sturmspitze. Und genau das will ich heute probieren mit der identischen Startelf wie beim letzten Mal. Denn das erste Spiel, das möchte ich gerne abhaken und, wie gesagt, nicht zu groß bewerten, denn der 1. FC Köln wird höchstwahrscheinlich den Durchmarsch in die erste Liga schaffen. Wie gesagt, unverändert von der Startaufstellung, das heißt Weigel und Grundorf heute auf der Doppel-6, Kouakou kommt über links, Delafiore, ja, so eine Art Zehner, wenn man so will, auf der offensiven Mittelfeldspielerposition, Kempe über rechts und Dominik Strohengel ganz vorne drin. Gehen wir es an. Zweite Bundesliga, Spieltag 2. Gegen Köln hat es nicht so gut geklappt. Heute soll es dafür umso besser laufen. Wir haben etwas gut zu machen. Auch wenn wir hier im Gold-Level im Dribbling gerade gescheitert sind. Heute soll es auf dem Platz, genauer gesagt, auf dem Platz des Wildparkstadions besser laufen. Der Karlsruher Sportclub in der Vorsaison nur 16. geworden. Aber man sollte sich von dieser Platzierung nicht täuschen lassen. Spielerisch haben die Badener eine Menge zu bieten. Und ich hoffe, heute können wir das erste Mal im FIFA 15 Let's Play den Karlsruher SC niederringen. Aber es wird nicht einfach. Wie gesagt, eine Art Angstgegner für den SV Darmstadt. Und ich bin sicher, in einigen Köpfen wird trotzdem noch das 0:2 vom ersten Spieltag irgendwo im Hinterkopf sein. Irgendwie vergesse ich heute immer meine Satzanfänge und was ich eigentlich damit ausdrücken wollte. Egal. Fußballer und Kommentatoren müssen nicht schlau sein. Sie sollen einfach nur ihre Arbeit verrichten und Tore schießen. Hoffentlich auch heute gegen den Karlsruher Sportclub. Hier mit der Startaufstellung. Yamada, Yabo, viele bekannte Namen, die auch schon in der Vorsaison hier gespielt haben. Und ich sehe richtig, ich glaube Patrick Platin zwar nicht im Tor, der ehemalige Darmstädter Torwart, muss ich anscheinend erstmal mit einem Platz auf der Bank begnügen. Hier nochmal unsere Startelf, unsere exotische Viererkette mit 2 Sechsern davor und dann 4 Offensivleuten. Bislang haben wir im gesamten Let's Play mit 4-4-2 gespielt. Heute also das allererste Mal mit diesem 4-5-1-System, auch wenn sich spielerisch eigentlich nicht so viel dadurch ändern wird, hoffentlich. Schauen wir mal, wenn sich was ändert, hoffentlich zum Besseren. Das war Dominik Peitz, das ist Reinhard Jabo, einer der Leistungsträger beim KSC, im Real Life mit diversen Bundesligisten auch in Verbindung gebracht, allen voran Eintracht Frankfurt.
Aber das interessiert uns heute nicht. Die Lilien wollen die ersten Punkte einfahren. Am besten gleich 3 zum zweiten Spieltag der zweiten Liga. Wir stoßen an, ganz in Weiß spielend, von rechts nach links im Durchgang Nummer 1. Es kann nur besser werden. Haben wir, oder sagen wir mal so, das erste Spiel war so eine Art Findungsphase. Aber diese Findungsphase sollte jetzt vorbei sein. Jetzt geht die Saison erst richtig für uns los. Della Fiore. Ah, und da ist Georg Teige mit nach vorne geschlichen. Genau das habe ich vor, dass die beiden Außenverteidiger auch sehr viel mit in die Offensive machen. Denn das sind auch die Stärken unter anderem von Nedom links und Georg Teigl auf der rechten Abwehrposition. Jetzt kommt erstmal Mikanski. Allein gegen alle. Kouakou mit der Hacke. Im Zusammenspiel mit Nedom und dann der Befreiungsschlag Richtung Kempe. Der verliert allerdings das Kopfballduell. Valentini führt den Ball auf Jabo. Pass in die Spitze, aber Jorge, der im ersten Spiel nicht seinen besten Auftritt hatte, um das mal vorsichtig auszudrücken, sah hier ganz gut aus. Langer Ball von Della Fiore. Tick zu kurz, traut vor Kouakou. Auch der Ivora, Kouakou auf unserer linken Offensivseite, extrem schneller Mann, extrem gut zu Fuß unterwegs. Mikanski, verfolgt von Julian Weigel. Oh, aber das war ein bisschen zu viel Körpereinsatz von unserem neuen, alten Neuzugang, wie ich ihn so gerne bezeichne. Julian Weigel, erneut ausgeliehen von TSV 1860 München, ihr habt es ja alle mitbekommen. Della Fiore holt den Kopfball. Strohengel. Gundorf schaltet sich mit in die Offensive ein. Weigel mit dem Pass in die Spitze. Aber Mauersberger mit dem Fehler. Gundorf dazwischen. Erste Torchance für die Lidien. Aber der Ball ist noch warm. Julian Weigel. Und die nächste Parade vom Karlsruher Keeper. Der nicht Patrick Platins heißt, der sitzt anscheinend tatsächlich nur auf der Bank. Der ehemalige Darmstädter hätte bestimmt hier gerne an alter Wirkungsstätte gespielt. Und Karlsruhe etwas nervös. Valentini lässt den Ball ins Ausrollen. Einwurf für Nelom, der offensive Linksverteidiger. Kouakou, Nelom, die linke Seite im Zusammenspiel. Weigel, schöner Doppelpass. Nelom. Genau so soll es aussehen. Die Flanke allerdings ein bisschen zu nah ins Tor. Davon Chiu. So heißt der Schlussmann beim KSC. Vermutlich Italiener. Ballgewinn durch Weigel. Wieder Kouakou. Viel über die linke Seite hier in der Anfangsphase. Nedom wartet erstmal. Zweifacher holländischer Nationalspieler. Der Mann mit dem Afro. Im Real Life momentan allerdings hat er sich die Haare abrasieren lassen. Soweit ich weiß, Della Fiore kommt nicht hin. Weigel legt ab für Teigl. Das ist natürlich auch ein schönes Wortspiel. Weigel für Teigl. Aber sein Schuss wird abgeblockt. Aber Neuaufbau. Wieder über Kouakou. Ah, der Ball geht natürlich nicht durch die Beine von Torres. Sonst wäre Della Fiore da in guter, aussichtsreicher Position gewesen. Traut. Traut sich was gegen Kouakou. Und gegen Nedom mit dem Fehler. Hat er sich zu viel zugetraut. Konterchance. Oh, was macht Strohengel da? Oh, wenn er da besser reagiert, dann könnte er noch querlegen auf Della Fiore. Und die Chance auf ein Tor wäre ziemlich hoch gewesen. Einwurf Nedom. Und wir haben ja noch 2 neue Geheimwaffen. Nämlich die Einwürfe. Nedom kann sehr weit werfen. Strohengel kommt da sogar fast dran. Und auch Kouakou kommt da fast an den Abpraller ran. Weigel. Ah, der Ball ist ein Tick zu lang. Idee war gut. Della Fiore war gut in Position. Hatte da eigentlich viel Platz. Kein Foul von Gondorf. Darmstadt sehr aggressiv heute. Die wollen heute etwas wieder gut machen. Nach dem Desaster, möchte ich nicht sagen. Aber nach dem schwachen Auftritt gegen Köln. Della Fiore, ja, da war ja dem Gegner Yamada, dem Japaner, in die Parade gelaufen. Das ist Facundo, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, da Conchia oder so, der zweimal sehr gut parierte bislang gegen die Darmstädter Offensive. Halbe Stunde fast durch, Freistoß für Gordon, langer Ball, aber Jorge ist da, Della Fiore, Kempe, von ihm noch nicht so viel zu sehen, Strohengel will durchstecken, aber Yamada passt auf,
Und wieder ein Foul von uns gegeben, aber Vorteil für den KSC. Mit Max, der Linksverteidiger, auf Torres, der ist schnell, aber Teigl, der ist nicht weniger schnell, läuft ihn da problemlos ab. Weigel, Kouakou, Della Fiore, ah, der war schwach gespielt von Gianluca Della Fiore. Jorge und wieder faules Spiel. Darmstadt, vielleicht ein Tick zu aggressiv, zumindest laut Meinung von Jascha. Zu Heide, Freistoß für die Gastgeber, die sich wieder nach vorne orientieren können. Daniel Gordon, der Innenverteidiger, bringt den Ball wieder rein. Abkraller, Bregerie, das ist Traut. Er traut sich wieder was, nämlich in den Strafraum. Und da stehen sich wieder zwei Darmstädter gegenseitig im Weg. Jabo nochmal quergelegt auf Dominik Peitz. Der hat beim letzten Aufeinandertreffen gegen uns getroffen. Bregerie köpft den Ball raus. Della Fiore, Strohengel. So, und jetzt mal ein bisschen Tempo. Della Fiore, Platz für Gohndorf. Was macht der Jerome Gohndorf? Dauert zu lange. Ach, und da wollte ich nicht hinspielen. Warum wird denn jetzt abseits gepfiffen? Strohengel kommt doch nicht mal an den Ball. Hat er Schuppen im Haar? Das sah gerade etwas merkwürdig aus. Ich wollte eigentlich rechts rausspielen. Aber der linke Analogstick, die eine PS4 besitzen, werden es bestimmt bemerkt haben. Der reagiert wirklich sehr kleinlich. Und deswegen hat er leider Gottes das Strohengel als Anspielpartner gesucht. Aber weiterhin kontrolliert Darmstadt das Spiel. Das ist schon mal eine positive Erkenntnis hier im Karlsruher Wildpark. Aber dennoch müssen wir aufpassen auf die Offensive, vor allem bei den Karlsruhern. Denn die kommt jetzt mit Mikel Torres. Joy geht zu spät gegen Kanski, aber kann da noch entscheidend stören. Dominik Peitz war es. Eigentlich ein reiner defensiver Mittelfeldspieler. Habe ich schon im letzten Spiel gegen den Karlsruher Sportclub vermerkt. Aber erstaunlich offensiv mit dabei. Bregerie, Nedom, Della Fiore, Kouakou. Oh, die Della Fiore-Pässe, sie kommen sehr häufig nicht beim Mitspieler an. Mit der Hacke zurück, Jan Mauersberger. Der Innenverteidiger rückt mal mit nach vorne. Sollten wir jetzt den Ball gewinnen? Aber tun wir leider nicht, dann hätten wir da bestimmt eine Menge Platz gehabt. Jabo versucht es mal, aber abgeblockt. Und jetzt vielleicht Konterchance. Traut ist noch mit aufgerückt. Della Fiore, guter Überblick auf Kouakou. Und der muss jetzt noch mal den Turbo zünden. Christian Kouakou im Strafraum. Legt zurück für Della Fiore. 45. Minute. Erstes Tor in dieser Saison. Und natürlich erzielt es mal wieder Gianluca Della Fiore. Klasse Flankenlauf von Christian Kouakou. Er legt zurück. Und Della Fiore mit seinem starken Linken lässt seinem italienischen Kollegen im Tor des KSC keine Chance. Führung für die Gäste aus Darmstadt. Diesmal kommt der Mann mit der schwarzen Jogginghose. Gibt es da irgendwie eine Verbindung? Also mir spielt da gerade Böses im Kopf herum. Kennen sich die beiden etwa? Italienische Mafia, italienische Jogginghosen-Mafia und so. Egal, das außen vor. Gianluca Della Fiore, Saisontor Nummer 1 für ihn. Saisontor Nummer 1 für den SV Darmstadt. Die mit einer 1-0-Führung in die Pause gehen. Durch den ersten Saisontreffer hier im Wildpark. Sehr schön. Die mitgereisten Darmstädter Fans freuen sich. Jabo macht den Mund zu. Fliegen kommen rein. Das ist der Torschütze. Der Mann des ersten Durchgangs. Gianluca Della Fiore, 45. Minute, Führung. Und die wollen wir natürlich im zweiten Durchgang selbstverständlich halten. Union Berlin gegen den VfR Aalen steht es zur Pause 1:1. Union Berlin war ja auch ein Aufstiegsaspirant in der Vorsaison. Wir sehen mehr Schüsse, 50-50, was den Ballbesitz angeht. Ich denke, die Führung geht bislang in Ordnung, aber hinten reinstellen bringt nichts. Wir wissen die Offensivstärke des KSC ja eigentlich, die sie zum Glück in dieser Partie noch nicht so häufig unter Beweis stellen konnten. Joyge steht wieder richtig. Hat sich vom letzten Spiel anscheinend erholt. Strohengel, viel Platz da für Kempe. Della Fiore ist in der Mitte, die Flanke ein bisschen zu weit. Ah, der sollte eigentlich Richtung Della Fiore kommen. Weigel,
Nidom auf den Weg nach vorne. Weigel, Bohndorf, Strohengel. Oh, gute Idee, da durchzustecken zu Kouakou. Aber davon Chio hat den Braten gerochen. Passt sehr gut auf. Gordon, der Innenverteidiger, führt den Ball. Unter Druck gesetzt von Strohengel. Tja, was willst du jetzt machen, Junge? Den Ball auf die Tribüne schlagen. Genau solche Situationen müssen wir heraufbeschwören mit unserem Pressing. So hat Strohengel den Ball. Kempe unter Druck gesetzt. Macht es aber gut. Teigl. Strohengel auf dem Flügel. Da ist er eigentlich nicht so gut zu gebrauchen. Schön drumherum gespielt. Della Fiore. Oh, wollte nochmal Kouakou suchen. Der sich einfach nochmal gegen Davon Chio auf den Boden legt. Aber Ball ein Tick zu lang. Aber gleich wieder der Ball gewinnt. Diesmal durch Gondorf und durch Weigel. Nelon. Etwas zu kurz die Verlagerung. Aber Teigl löst das ganz gut. Regerie. Teigl jetzt mal in der Zentrale hier gerade zu finden. Dann der lange Ball von Gondorf. Perfekt gespielt für Strohengel. Della Fiore ist da. 58. Minute. Hau die Eckfahne um. Gianluca Della Fiore. Und das ist ja fast wie ein Déjà-vu. Ich erinnere mich an die letzte Saison. Ich glaube, da war es in Düsseldorf. Da haben wir 2:2 gespielt am zweiten Spieltag. Und dort hat auch Della Fiore die ersten beiden Saisontore für den SV Darmstadt erzielt. 2:0, Doppelpack. Der 18-jährige Jogginghosenverkäufer aus Italien trifft. Zweites Saisontor, nachdem Dominik Strohengel zunächst gescheitert war. Und jetzt sieht das doch schon wesentlich sicherer aus. 2:0 Führung. Karlsruhe wechselt aus. Valentini verlässt das Spielfeld. Für ihn kommt Alibas in die Partie, der ehemalige Regensburger. Und jetzt muss der KSC natürlich reagieren. Mit Mikanski tun sie es. Dominik Peitz, viel Platz auf der Seite für Traut. Weigel dazwischen. Klärt er zum Einwurf. Den wird Mikel Torres ausführen. Aber vor die Füße, vor die Beine von Kouakou. Konterchance vielleicht. Aber da wird zu langsam nachgerückt. Deswegen machen wir es ein bisschen langsamer. Über Kempe. Feigl. Strohengel hält sich jetzt vorübergehend in der Mitte auf. Das soll er auch. Kopfballverlängerung von Gordon. Aber aufgepasst von der Karlsruher Defensive. Peitz wieder raus auf Traut. Der auf den schnellen Torres. Nelom verliert da den Zweikampf. Aber Brigerie hilft aus. Aber allerdings mit einem Foulspiel anscheinend. So, Freistoß für den KSC. Und der nächste Wechsel. Manuel Torres, der andere Flügelakteur, hat eigentlich ganz gut gespielt, verlässt das Feld. Für ihn kommt Park, der Deutsch-Koreaner, der auch mal als Riesentalent galt. Aber mittlerweile mit, ich glaube, 22 Jahren zu einem durchschnittlichen Zweitligakicker geworden ist. Da haben ihn vor einigen Jahren Experten ein bisschen mehr zugetraut. Freistoß kommt, zunächst abgewehrt. Dominik Peitz ist da, legt raus auf Alibas, der mit der Flanke nicht schlecht. Und das müsste sogar Ecke geben. Brigerie war da zuletzt dran, hat den Kopfball des Gegners mit der Brust abgeblockt. Und Ecken, das wissen wir ja, sind gefährlich. Vor allem, wenn sie Yamada tritt, der technisch visierte Japaner. Ecke kommt nicht schlecht auf den zweiten Pfosten. Abgewehrt auf Tobias Kempe. Gegen Jabo. Hält den Ball und sprintet nach vorne. Wieder Kempe. Vorbei an Max. Kempe. Wohin mit dem Ball? Kouakou. Ah, das wäre abseits gewesen von Della Fiore. Schade. Dennoch gute Kontermöglichkeit. Ah, Kouakou kommt nicht ganz dran. Peitz auf Alibas. Nelom kommt nicht in den Zweikampf. Muss jetzt ganz schnell zurück gegen Peitz. Aber der ist irre schnell. Und läuft Peitz sogar noch den Ball ab. Und klärt zum Einwurf. Und Nelom verteidigt erneut ganz gut. Aber Traut ist ja noch da. Der Rechtsverteidiger, der traut sich erneut was. Technisch visiert. Guter Doppelpass mit Alibas. Wieder Traut. Aber diesmal Kouakou bei ihm. Und klärt die Situation.
Von wegen schwach in der Defensive. Das hat er ganz gut gelöst, der Ivora. Und Konter über Della Fiore. Über wen auch sonst. Ah, wäre ich einfach weitergelaufen. Schade. Hätte ich nicht gedacht, dass der Gegner da zur Grätsche ansetzt. So hat der Karlsruher Sportclub etwas Platz in der Mitte. Ich denke, wir werden auch jetzt mal wechseln. Eine Viertelstunde vor Schluss. Wenn nicht jetzt, wann dann? Weigel wird mal gehen. Ausdauertechnisch etwas angeschlagen. Jung wird, habe ich mal wieder mit auf die Bank genommen. Kommt mal ins Spiel. Ist auch ein defensiver, guter Mittelfeldspieler. Aber man merkt schon, Nedom, der läuft richtig viel. Ähnlich wie Teigl. Da geht die Ausdauer gerne mal schneller nach unten. Und ich denke auch, Kouakou hat sich eine Pause verdient. Er wird ersetzt durch Marvin Knoll. Warum nicht? Der darf auch mal ran. Der Neuzugang aus Sandhausen hat im ersten Spiel noch nicht gespielt. Fehler von Max. Kempe, sehr aufmerksam heute. Mit dem Konter über Della Fiore. Mit der Hacke und links ist ganz viel Platz. Super gestehen, super gespielt. Aber Kouakou mit der Riesenchance scheitert er da am Karlsruher Schlussmann. Kempe, Strohengel legt zurück. Und Weigel mit der nächsten Chance. Und der italienische Schlussmann hält den KSC hier noch im Spiel. Die nochmal wechseln. Das dritte und letzte Mal. Rufen Hennings. Ein Stürmer kommt für Jabo, für einen Defensivakteur. Und bei uns also der Doppelwechsel. Weigel und Kouakou gehen. Solange muss Kempe noch warten, bis die beiden neuen Spieler das Spielfeld betreten haben. Und da sind sie auch schon. Florian Jungwirth und Marvin Knoll. Neuzugang, wie gesagt, vom SV Sandhausen. Na, wollen wir kurz machen? Ja, komm, wir machen mal kurz. Regerie zurückgelegt auf der La Fiore. Und er versucht mit dem Kunstschuss. Es kann auch nicht alles gelingen am heutigen Tage. Zwei Tore gemacht. Viel mehr kann und will man von ihm auch nicht verlangen. Man muss ja immer wieder betonen, der Junge ist erst 18 Jahre jung, aber trotzdem schon so immens wichtig für unser Spiel. Davon Chio bringt den Ball wieder ins Spiel. Gondorf, Berigerie, Teigl. Und wieder langer Ball auf Della Fiore. Oh, der wollte weiterleiten auf Strohengel. Aber Gordon war es, glaube ich, der da diesmal aufgepasst hat. Max, der Linksverteidiger auf Peitz. Unter Druck gesetzt von 2-3 Darmstädtern. Aber jetzt hat er viel Platz da. Das Karlsruhe eingewechselt mit dem langen Ball. Kein Abseits. Berigerie dazwischen. Und wieder Pech für Gondorf in diesem Fall. Abraller geht wieder zu den Karlsruhern. Wieder die Chance zur Flanke. Wieder Max. Kommt sehr gut. Und da muss sich Nedom im Kopfballduell gegen zwei beweisen. Das ist nicht unbedingt seine Stärke. Aber er war da noch irgendwie am Ball dran und kann den Torschuss, den Torkopfball verhindern. Und da war nochmal die schwarze Jogginghose von Chio zu sehen. Aber der Mann bleibt hinten drin, der Torwart. Hui. Ich sagte es vorhin, Ecken sind immer gefährlich. Mekanski mit der Riesenchance. Und da wäre Gondorf, der am kurzen Pfosten stand, wohl nicht mehr rangekommen. Denn so groß ist Jerome Gondorf nun auch wieder nicht. Zwei Minuten vor dem Ende. Sollte uns aber egal sein. Wir führen hier mit 2-0 und die Führung wollen wir jetzt auch natürlich über die Zeit bringen. Schönes Zusammenspiel, Strohengel, Della Fiore. Super Flanke. Strohengel! Und was die Chancen angeht, muss man sagen, wir hatten hier heute die Möglichkeiten für 3, 4, vielleicht sogar 5 Tore. Strohengel hier nochmal eindrucksvoll. Mit seiner ersten Chance heute im Spiel, wenn ich mich gerade nicht täusche. Auch nur ganz knapp am Kasten von Davon Chio vorbeigezogen. Nachspielzeit läuft. Dürfte auch nicht mehr allzu lange gehen hier. Im Wildparkstadion zu Karlsruhe. Unser erster Saisonsieg ist also eingefahren. Das Saisonziel Aufstieg wird jetzt ab sofort in Angriff genommen. Das erste Spiel, ich habe es eingangs der Partie erwähnt, können wir noch als eine Art Vorläufer als Eingewöhnungsphase betrachten. Die Saison geht offiziell für uns, für den SV Darmstadt 98, jetzt erst so richtig los. Und jetzt darf Jascha Zuheide ruhig abpfeifen, das tut er auch. Zweites Spiel, erster Sieg.
Schon mal ein besserer Saisonstart als in der Vorsaison. Jogginghosen, Mann, der Delafiore freut sich, Doppelpack. Damit wird er sich eventuell auch erstmal an die Spitze der Torjägerliste katapultieren. Würde mich freuen. Doppelpack 45. und in der 57. hatte seine beiden Treffer erzielt. Ganz, ganz wichtig dieser Sieg nach dem schweren Auftaktspiel gegen Köln. Gegen unseren Angstgegner aus Karlsruhe direkt mal mit 2:0 zu gewinnen. Und wie gesagt, wir hatten ja richtig viele Torchancen. Gundorf hier hatte die allererste. Das war die Führung. Kouakou legt vor. Mustergültig aufgelegt. Für seinen jungen Kollegen Gianluca Delafiore, die sich da abklatschen. Dann Strohengel. Stimmt, der hatte noch eine zweite Chance. Delafiore staubt ab. In Torjägermanier. Er weiß, wo man stehen muss. Erst die gute Parade von Davon Chiu, der den KSC, muss man aber auch sagen, vor einer höheren Niederlage hier bewahrt hat. Auch hier mit dieser Tat gegen Julian Weigel ganz stark gehalten, rausgeholt, wie er da hinhechtet. Ganz starker Mann, der Mann mit der schwarzen Jogginghose. Ich weiß nicht, da gibt es bestimmt irgendwie eine Geschichte zwischen den beiden, oder? Zwischen Delafiore und Davon Chiu. Das war die beste Möglichkeit für den KSC. Massenkambolage, ich kann nicht mehr sprechen, im Strafraum vom SV Darmstadt. Und dann die letzte Chance durch den Kapitän Dominik Strohengel. Blickt ein bisschen finster rein, braucht er gar nicht, denn sein Team hat schlussendlich gewonnen. Und das ist, was zählt und das auch hoch verdient. Karlsruhe sogar mit minimal mehr Ballbesitz, aber wir haben 2 Tore mehr erzielt und das ist entscheidend. Gute Noten. Hoppala, Spielerbewertung 6,7, die Defensive alles gut. Jung wird natürlich mit einer 4,0 nach seiner Einwechslung. Hatte der überhaupt einmal den Ball gehabt? Ich habe keine Ahnung. Delafiore Spiel des Tages, wen wundert mit einer 8,2. Torvorlagen kamen die erste von Kouakou und das zweite war ein Abstauber. So kann es auch weitergehen. Union Berlin, VfR Aalen, endet 2:2. Und was mir jetzt schon auffällt, zu Beginn dieser Saison, es sind sehr viele Tore schon gefallen, also sehr torreich der bisherige Verlauf der Zweitligasaison. Gucken wir mal ganz kurz auf die Tabelle. Wir verbessern uns erstmal auf Platz Nummer 7 mit 3 Punkten. Aber spielen ja noch diverse andere Mannschaften. VfL Bochum gewinnt Rennen um Thorsten Oerl. Und da haben wir auch Delafiore erstmal bei den Top-Torjägern, was mich sehr freut. Oh, Braunschweig verkauft sogar gleich 2 Stammspieler. Ihren Torwart nämlich, Gieke Witz wechselt zu Paderborn und Thorsten Oerl wechselt für 1 Million Euro zum VfL Bochum. Thorsten Oerl, der noch am ersten Spieltag ein Tor gemacht hat und eins vorbereitet hat. Also Bochum möchte anscheinend auch hier den Bundesliga-Aufstieg anpeilen. Gucken wir erstmal auf die E-Mail, die wir bekommen haben. Aktuell ist aus Holland alles eher uninteressant für uns. Und es sind nur noch 2 Tage bis zum Ende der Transferzeit. Mal gucken, ob noch irgendetwas Interessantes passiert. Wir bekommen erstmal ein Nationaltrainerangebot. Ich glaube, das allererste, oder? In diesem Let's Play. Und zwar von Bolivien. Wir haben ja sogar einen Bolivier bei uns im Kader. Aber das Angebot lehnen wir mal ab. Hatte ich, glaube ich, schon im vorletzten oder drittletzten, irgendwann im Transferpart, in einem Transferpart gesagt, dass ich nur zu einem großen Turnier EM oder WM ein Nationalteam übernehmen würde. Yusuko Tasaka wechselt für 1,1 Millionen Euro vom VfL Bochum nach Spanien zu Real Valladolid. Auch interessant, also Bochum konnte sich den Transfer von Oerl anscheinend nur leisten, weil sie Tasaka verkauft haben. Ob das jetzt ein guter Deal war, lass ich mal so dahingestellt. Ich denke ja eher nicht, aber das wird die Zeit sicherlich noch zeigen. So, es gab 2 Samstagsbegegnungen. 60 München gegen Pauli, 1:1 und Lautern gewinnt, mal wieder sehr torreich, mit 3:2 beim SV Sandhausen. Eppstein ist immer noch im Visier von Rapid Wien und auch der Top-Torjäger Rama von 60 München ist heiß begehrt. Da könnte überall eventuell transfertechnisch noch etwas passieren. Gehen wir noch einen Tag weiter. Und dann sind wir auch schon beim letzten Transfertag. Bayern hofft immer noch Suarez bald zu verpflichten. Ob ihnen das gelingen wird, das sehen wir erst beim nächsten Mal. Nee, natürlich nicht. Wir werden noch eben
diesen Part schnell zu Ende machen, auch wenn wir die halbe Stunde schon wieder voll haben. Gucken wir uns nochmal den letzten Transfertag an. Und auch nochmal eine E-Mail. Oh nein, schon wieder Länderspielpause. Apropos Bolivien. Ich dachte, Bolivien hat keinen Nationaltrainer. Wie können die da Samuel Galindo nominieren? Okay, der spielt bei uns ja sowieso nur eine untergeordnete Rolle, von daher halb so schlimm. Aber was schlimmer ist, ist Ikrami vom 4. bis 10. September. Aber ich glaube, da sind sowieso keine Zweitligaspiele, von daher halb so wild. Jorge wurde übrigens nicht nominiert für Kamerun. Finde ich ein bisschen schade für ihn. Naja, so gucken wir wieder bei den letzten Transfers. Dominguez wechselt von Lech Posen zum FC Fulham. Und wir können natürlich nochmal... Oh, meine Stimme versagt schon wieder. Wir können natürlich nochmal eben hier die ganzen Transfers der Zweitliga-Vereine durchgehen. Heidenheim hat Niederlechner an uns verkauft. Lautern hat Jensen verkauft, Kempf geholt. Köln hat Risse und auch Patrick Helm ist verkauft. Das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Müssen wir gleich mal gucken, wohin. Paes, stimmt, das war der 3,5 Mille Neuzugang von Nürnberg. 60 München hat Weigel an uns verliehen. Braunschweig holt Sörensen und Schuler. Verkauft Gikiewicz und Earl. Aue hat Modelski oder Modelki gekauft. Aktestein, was ist das denn für ein Name? Und Nadiello wechselt nach Ingolstadt. St. Pauli hat für 2 Millionen Mayfleury verpflichtet. Okay. FSV Frankfurt, die haben ja mal richtig hier zugelegt. 5 Neuzugänge. Aber auch mit Aoudia den besten Torjäger der Vorsaison abgegeben. Karlsruhe ohne jeden Transfer. Rasenballsport Leipzig hat Tigern uns abgegeben, Beresinski und Isdoro gekauft. Paderborn hat Stoppelkamp verkauft, dafür diverse neue Spieler geholt. Das ist SV Darmstadt, das sind wir, unsere Transfers kennen wir natürlich. Sandhausen hat auch einige abgegeben, Jovanovic und Buhadu haben wir vorhin glaube ich auch noch kurz gesehen. Union Berlin hat auch richtig heftig eingekauft, Heller, Ocean, Pude, Sherrod und Devrel, dafür Brandy abgegeben. Bochum hat 3 Neuzugänge gegenüber 2 Abgängen. Esser, ich glaube, das war der Stammtorwart in der Vorsaison. Und zu guter Letzt noch der VfR Aalen, die haben Garro für 190.000 Euro verpflichtet. Okay, damit sind wir auch auf dem aktuellen Stand unserer Zweitliga-Konkurrenten. Da waren es nur noch 9 Stunden Zeit, Transfers zu tätigen, aber ist kein weiterer passiert. Deswegen gehen wir weiter voran und wir sehen, unsere Konkurrenten verkaufen weiterhin ihre Schlüsselspieler. Dennis Epstein vom FSV Frankfurt wechselt für 375.000 Euro nach Nizza, nach Frankreich. Und Rama, ich dachte Epstein wäre gerade die ganze Zeit mit Rapid Wien in Verbindung gewesen. Stattdessen wechselt Rama von 1860 München zu Rapid Wien für 550.000 Euro. Interessant. Aber soll uns jetzt nicht stören, wenn sich die Konkurrenz selber schwächt. Und da sehen wir die nächsten Transfers. Quaresma vom FC Porto wechselt für 12 Millionen Euro zum AC Florenz, zum Club von Mario Gomez und Milan Badel. Ricardo Quaresma, der Mann, so sagen viele, vielleicht mit dem besten Außenrissschuss der Welt. Und damit hat er schon einige Traumtore erzielt, muss man so sagen. Köln verkauft Daniel Heifer. Also die scheinen sich echt alle hier zu schwächen. Vor allem der 1. FC Köln mit Risse und Heifer jetzt schon 2 Flügelakteure abgegeben, plus Patrick Helmes. Nach Sevilla wechselt er. Kano wechselt zum FC Ingolstadt und Köln holt dafür Lute für 1 Million vom VfL Bochum. Damit hat Bochum schon 2 Torhüter verkauft. Und Köln hat, glaube ich, jetzt schon den 5. oder 6. Torwart verpflichtet. Keine Ahnung, was die mit dem wollen. Immerhin haben sie ja Timo Horn im Kasten, einen der talentiertesten Keeper, die wir in Deutschland haben. Gesamtausgaben bislang 27 Mille am letzten Transfertag. Vielleicht wird es noch ein bisschen mehr. Ja, es wird ein bisschen mehr. Oder die Waldfee. Nämlich Chalobah. Wechselt vom FC Burnley zu Real Madrid. Moment mal, war der fest beim FC Burnley? Der gehört doch eigentlich dem FC Chelsea, oder täusche ich mich da gerade? Interessant. Auf jeden Fall bekommt der FC Burnley anscheinend das Geld. Why not? Stört mich natürlich nicht.
Waldemarin wechselt nach Frankfurt. Also FSV Frankfurt hat neben uns mit Abstand die meisten Transfers in dieser Pause getätigt. Köln hofft, Cheick Erzieher zu verpflichten. Okay. 3 Stunden haben wir noch. Stanku wechselt nach Montpellier für 6 Mille. Und da war es nur noch eine Stunde. Paderborn holt Harrison. Paderborn holt sehr merkwürdige Spieler. Und damit ist auch die letzte Frist für Transfers abgelaufen. Das wird uns, glaube ich, auch gerade nochmal per E-Mail mitgeteilt. Genauso wie eine Trainingsverletzung. Ach, das ist nicht euer Ernst. Mikael Nelon, Mittelfußfraktur, er fällt 5 Wochen aus. Ausgerechnet unser Linksverteidiger, wo wir jetzt nicht unbedingt einen Top-Ersatzmann haben. Und natürlich verletzt er sich einen Tag, nachdem die letzte Frist für Transfers abgelaufen ist. 60 Millionen wurden am letzten Tag ausgegeben. Na Prost und Mahlzeit. Das ist natürlich jetzt sehr ärgerlich. Und gleich 5 Wochen. Kumenda wäre da eigentlich unser Ersatzmann. Unser mit Abstand schwächster Spieler im Kader. Mit einer 51. Aber der gute Kim Chang-soo kann auch linker Außenverteidiger spielen. Schwacher Fuß, immerhin 3 Sterne. Und ich glaube, Friedrich kann auch Linksverteidiger spielen, ne? Kann er auch. Wisst ihr was, dann machen wir das mal so. Wir werden Friedrich in die Elf schmeißen. Als Linksverteidiger. Für ihn sehr ungewohnt. Aber das geht momentan. Leder nicht anders. Sulu kommt dafür mit auf die Bank. Steinmann, Knoll. Ansonsten können wir das erstmal so lassen. Nelon, der auch gerade ein Formhoch hat. Na toll. Kouakou, Della Fiore und Strohengel ebenfalls. Das freut mich zu sehen. Gut, dann müssen wir die nächsten Spiele erstmal auf unseren holländischen Linksverteidiger leider Gottes verzichten. Gleich mal wieder eine schlechte Nachricht zum Anfang des Monats. Aber apropos neuer Monat, den Teambericht schauen wir uns natürlich auch nochmal eben an. Ob sich hier etwas verbessert hat. Aber, oh, Kouakou auf eine 68 hoch. Sieh mal an, eine Torvorlage und gleich geht sein Marktwert auf 1 Million Euro. Genauso hoch wie die oder wie der von Dominik Strohengel. Sehr, sehr schön. Das freut mich zu sehen. Sulu hingegen hat sogar einen Stärkepunkt verloren. Status an Führungsspieler? Na, so ganz bestimmt nicht. Matti Steinmann hat sich auch verbessert. Auf eine 64. Hat jetzt schon einen Marktwert von 425.000. Und ihr erinnert euch, seine Kaufoption beträgt 400.000. Sehr, sehr schön. Die werden wir mit Sicherheit noch ziehen, wenn wir genügend Geld am Ende der Saison haben. Aber sagen wir mal so, sollten wir den Aufstieg tatsächlich schaffen, werden wir bestimmt ein ordentliches Preisgeld bekommen, wovon, da gehe ich mal aus, wir uns alle 3 Kaufoptionen leisten können, sprich von Weigel, von Steinmann, als auch von Marvin Friedrich. Aber das ist alles noch weit, weit in der Zukunft. Ich wollte mal ganz kurz auf den Kalender gehen. Genau, bis 10. September war es, glaube ich, Länderspielpause. Damit wird uns Ekrami am 3. Spieltag zur Verfügung stehen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Wir spielen als nächstes, ihr habt es gesehen, gegen Erzgebirge Aue. Aber ich werde noch mal ganz kurz unterbrechen, denn ich wollte mir noch eben die restlichen Ergebnisse des 2. Spieltages anschauen. Die haben wir nämlich noch nicht betrachtet. Braunschweig gegen Frankfurt 1:1. Leipzig bezwingt Heidenheim 2:1. Köln-Nürnberg trennen sich 1:1. Aue gegen Paderborn 1:1. Und Ingolstadt gewinnt beim VfL Bochum mit 1:0. Sehr viele Unentschieden dabei. Was uns eigentlich auch zugute kommt. Denn die einzige Mannschaft, die die ersten beiden Spiele gewonnen hat, war der erste FC Kaiserslautern. Führen die Tabelle an mit 6 Punkten. Vor Köln, Nürnberg, Braunschweig, Ingolstadt mit 4. Dann kommen schon einige Mannschaften mit 3, auch einige mit 2 und einige mit 1 Punkt. Nur der SV Sandhausen nach 2 Spielen noch ohne Punkt. Auch mal wieder ein Zeichen dafür, wie ausgeglichen diese zweite Fußball-Bundesliga ist. Lakic hat die Führung der Torjägerliste übernommen mit 3 Toren, gefolgt von seinem Teamkollegen Matt Moore. Uca hat auch wieder getroffen am 2. Spieltag, genau wie Korte. Und Della Fiores Doppelpack konnten wir ja live miterleben. Brooks fällt 2 Monate aus. Ist das der von Hertha? Höchstwahrscheinlich. Ach, ist ja Länderspielpause, deswegen. Alles klar.
aktuell ist aus der Schweiz 4 Spieler nur gefunden. Die Spieler werden auch langsam weniger, die gefunden werden. Aktuell ist aus England und so weiter. Interessiert uns alles nicht, denn jetzt gleich läuft der dritte Spieltag und wir spielen diesmal am Montagabend. Oh, jetzt bekommen wir wieder hier reichlich Nationaltrainer-Offerten. Wieder aus Südamerika, diesmal von Paraguay. Ach stimmt, ich habe von Bolivien vorhin gar nicht abgelehnt. Das machen wir natürlich jetzt auch. So, aktuell ist aus Deutschland, aus Holland. Bitte löschen. Aktuell ist aus aus England. Ach stimmt, und ich habe noch einen Spieler beobachten lassen, nämlich Trent Sainsbury, der mir in 2 Scout-Berichten aufgefallen ist, vom PEC Zwolle. Sein Vertrag läuft nämlich aus, 23 Jahre jung, ein Innenverteidiger. Und sieht mal, Stärke und Sprinttempo im sehr guten Bereich. Und er ist auf jeden Fall auch finanzierbar. Und er soll auch flexibel einsetzbar sein. Von daher, das wäre schon ein Spieler, den man näher beobachten sollte. Beziehungsweise, ich habe ihn ja schon beobachten lassen. Vielleicht ein Mann für die Zukunft beim SV Darmstadt. Die Maria fällt bei Argentinien aus, beziehungsweise bei Manchester United. Oh, und wir haben ja schon den dritten Spieltag am Laufen. Ein Mann für die Zukunft. Cabrero Mora vom FC Bayern. Wer das auch immer ist. Natürlich ein zufallsgenerierter Spieler. Aber Bayern hat es anscheinend nicht geschafft, Luis Suarez zu verpflichten. Naja, Lakic jetzt schon 4 Tore. Kashunga 3 und Dominguez hat für den ersten FC-Fan auch wieder getroffen. Gucken wir auf die bisherigen Ergebnisse des dritten Spieltages. Nürnberg schlägt den KSC mit 2:1. Pauli feiert den ersten Saisonsieg 1:0 gegen Braunschweig. Lautern verliert das erste Saisonspiel 1:2 zu Hause gegen Rasenballsport Leipzig. Paderborn fertigt Bochum mit 3:0 ab. Köln kommt nur zu einem 2:2 in Heidenheim und VfR Aalen unterliegt den SV Sandhausen mit 0:1, die damit auch die ersten 3 Punkte eingefahren haben. Gucken wir mal auf die Tabelle ganz kurz nach noch nicht ganz gespielten 3 Spieltagen. Nürnberg neuer Tabellenführer und mit einem Sieg könnten wir schon ein bisschen vorrücken, nämlich bis auf Platz 3. Aber das wird alles andere als einfach, denn wir spielen gegen Erzgebirge Aue. Die stehen momentan auf Tabellenplatz 15, haben die ersten beiden Spiele unentschieden gespielt, sind also ohne Niederlage bislang, allerdings auch ohne Sieg. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendetwas zeigen wollte, aber ich glaube, da die Transferphase eh beendet ist, können wir uns das schenken. Ich glaube, das war erstmal wieder vorerst der letzte Part mit etwas Überlänge und beim nächsten Mal geht es dann mit der normalen Geschwindigkeit und mit der normalen Partlänge weiter. Beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play FIFA 15, Karrieremodus, 2. Fußball-Bundesliga, Spieltag Nummer 3, der SV Darmstadt 98 empfängt Erzgebirge Aue. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und schaltet ein. Bis dahin macht's gut und ciao, ciao, sagt euer Killer.